So, hallo, wir machen weiter. Bei Ori and the Will of the Wisps. Letztes Mal haben wir unsere Freundin Ku gefunden und sind mit ihr unterwegs durch die stillen Wälder. Und versuchen gerade vor Shriek zu fliehen, die hier die Wächterin des Waldes ist, könnte man sagen. Zumindest wird sie so gehandhabt. Ich glaube, da komme ich nur mit Ori ran. Ich glaube, da komme ich noch gar nicht ran. Oh, never mind. Ich komme ran. Sehr schön. Ja, und solange wir mit ihr unterwegs sind. Das war nicht so klug. Oh, war das brutal. Hilfe. Ja, solange wir mit ihr unterwegs sind. Habe ich nur einen Bogen zur Verfügung und so einen Windstoß. Lol. Okay, wir müssen nochmal zurück. I'm sorry. Ich habe nicht gewusst, dass man diese Dinger wegwehen kann. Wo waren die denn überall, solche Dinger? Hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott, gut, dass ich das gesehen habe. Oh mein Gott. Ich hätte mich jetzt zu Tode geärgert, wenn ich das. Oh mein Gott. Lol. Ich hätte mich jetzt zu Tode geärgert, wenn ich das verpasst hätte. Okay, gut. Ich wollte nur kurz den Windstoß demonstrieren und lege einfach so ein riesiges Ding frei. Ist in Ordnung, Spiel, ist in Ordnung. So. Diesmal aber mit Vorsicht. Okay, weg. So nämlich. Alter, war das brutal, dass wir in den Klauen gefangen worden gerade. Puh. Okay, hier komme ich nicht durch. Hier ist was. Ein Key. Die Stille, ja. Sie hat über dich geflüstert. Ah, wie mutig, so unbefangen durch ihre Wälder zu streifen. Hast du die Steine gesehen? Kalte Statuen vergangener Reisender. Sie stehen als Beweis, ja, für Tapferkeit. Okay. Hast noch mehr zu sagen? Kehr um, Geist, solange du noch kannst. Ja, das geht nicht mehr. Weil ist zu hoch, die Stelle, wo ich zurück könnte. Aua. Ey, das ist so cool, mit Q hier durchzuspielen. Also durchzugehen. Das ist richtig nice gemacht. Okay, hier komme ich wieder nicht durch. Oha. Das achte Gorlek-Erz. Zwei noch, dann haben wir die 10 vollständig. Crazy. Ey, das ist so episch hier, Mann. Oh, ich lieb das. Und die Stille wurde gewahr. Seht ihr was? Hier ist einfach Growl. Oder ist das eine Statue von ihm? Das ist eine Statue von dem Viech. Oh mein Gott. Was ist mit dir passiert, Kollege? Oh mein Gott. Okay. Okay, wir sind hier unten und kommen jetzt wieder hier hoch. Yo.
Das werde ich alles nochmal mit Ori durchgehen müssen, aber er ist das krass, ne? Oh Gott, was ist... Hier ist jetzt wieder irgendwie so eine riesige Eule. Wir gehen das mal nach links. Wobei, nach links könnte es weitergehen. Oh, hier ist so... Ja, genau. Hier ist so ein Ziel von dem Rennen. Okay. Quatsch, ein Start von dem Rennen ist hier kein Ziel. Oh Gott, ist das cool. Scheiße. Ah, ich habe nicht aufgepasst und dann bin ich erschrocken. Okay. Alter, ist das gruselig. Bruder. Okay, komme ich da hoch? Hm, könnte. Nee, kommt nicht, okay. Okay, wo bin ich hier? Ja, jetzt bin ich einmal im Kreis. Dann muss ich schon oben weiter, ne? Ich glaube, ich hätte nicht runterfallen sollen wieder. Oh shit. Es hat nicht gereicht. Oben kann ich auf die Flügel von ihm drauf oder ihr oder was auch immer das für eine... Ach so. Oh lol. Alles klar. Wie einfach alles tot ist. Oh oh. Hey, schräg. Der Weg heim. So nah und doch so fern. Machen wir jetzt wieder so Versteckspielchen wie im ersten Teil, ja? Also das können die halt auch echt gut. Solche Sequenzen, ne? Okay. Ich bin ja schon wieder gereizt, hier Ton zu machen. Komm, wir probieren es aus. Ja, da geht die voll drauf ab. Komme ich jetzt nochmal hoch eigentlich? Ja. Oha. Oha. Wait, musste ich sie runterlocken, dass ich jetzt hier oben... Ah, nee, ich komme hier nicht durch. Leider kann ich nicht an einem Baum vorbeilaufen. Baum ist zu mächtig für mich. Oha, okay. Ja, okay, ich muss hier unten, ja. Okay. Man musste sie hierher locken, es ging gar nicht anders, okay. Aber sie checkt auch nicht, woher die Geräusche kommen. Soll mir recht sein.
Hi. Ich glaube, jetzt hat sie es gecheckt. Aber können wir hier jetzt... Also sind wir noch chill oder müssen wir jetzt gleich rennen? Also fliegen oder uns beeilen, wie auch immer. Oh! Gib mir das. Nee, okay, also es ist keine Fluchtsequenz. Aber ich frage mich wirklich, wie das Spiel jetzt uns wieder von Q trennt. Eigentlich will ich nicht von Q getrennt werden. Und in welche Richtung geht es jetzt weiter? Okay, wir gehen erstmal nach da. Weil das ist jetzt die andere Seite von dem Baum, ne? Ja, das ist jetzt die andere Seite. Kann ich hier irgendwas tun? Ne, hier ist einfach gar nichts. Okay. Ja, nee, da ist einfach wirklich nichts. Ist in Ordnung. Aktuell zumindest scheinbar nicht. Hier kann ich auch nichts tun. Ist okay. Huh. Wir kommen auf eine große Fläche. Konfrontation mit Schrieg? Ja, ziemlich sicher. Oh nein. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Kuh? What? Das hat sie bitte nicht gemacht. Okay, wo sind wir jetzt gelandet? Ich kann noch nichts, ich kann noch gar nichts machen. Kann ich Karte? Karte kann ich. Aber ich kann gefallene Freundin finde. Achso, ja gut, das ist die Option, wo wir gerade sind, ja. Okay. Also hier, das habe ich verpasst, das habe ich vergessen. Hier ist ein Gorlek-Erz, da müssen wir auch dran denken später. Jetzt sind wir hier diesen ganzen Weg hier hoch. Aber was ist hier gerade, also was hat die hier gerade, was ist denn mit der falsch? Okay, ich kann nichts tun. Außer nur laufen. Ey, wenn die jetzt, oh. Okay, jetzt kann ich wieder was tun. Allerdings nur springen, okay, ich habe keine Fähigkeiten aktuell. Ich bin wieder die Ori vom Anfang. Okay. Also wahrscheinlich so eine Sequenz-Ori. So, sie kann ein bisschen sich bewegen, aber viel auch nicht. Ey, was ist jetzt mit Q passiert? Nein.
Kannst du irgendwas für sie noch tun? Besteht noch Hoffnung oder nicht? Ich kann nur zurückschauen, aber nicht mehr nach links laufen. Fuck. Ich hoffe, es gibt noch... Ich glaub's nicht, ich weiß es nicht. Oh, Schrik, das wirst du sowas von bereuen. Oh. Dass das Spiel mich irgendwie von Kuh nochmal trennt, habe ich ja, damit habe ich ja gerechnet, aber das ist... Oh Gott, ist das heavy. Ich kann einfach nur nach links gucken, aber nicht mich bewegen. Das ist doch... Oh. Ich hoffe, wir können irgendwas tun. Quolok? Ist er hier? Oder ist es ein anderer? Das mit deiner Freundin rührt mich. Die Stimme des Waldes hat alles getan, was sie konnte. Aber ihr Licht war zu schwach. Zu viele fielen dieser finsteren Zeit zum Opfer. Vor allem die Kleinsten unter uns. Mit dem Ende der Weide zerbarst das Licht in Splitter. Die Geister gingen zugrunde und unser Land fiel dem Verfall zum Opfer. Die Lichtfragmente wurden verstreut, geschwächt sind kaum noch Irrlichter. Wenn nichts geschieht, wird ihr Licht für immer verblassen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Doch mit der Hilfe der Moki konnte ich die Orte ausmachen, wo sie gelandet sind. Jungen des Waldes gefangen in der klirrenden Kälte im Norden. Die Augen verloren in der Dunkelheit im Süden. Die Kraft versunken im Wasser im Westen. Das Herz vergraben unter den Dünen im Osten. Und die Stimme an deiner Seite. Alleine sind sie schwach. Aber zusammen... Wenn es etwas gibt, das den angerichteten Schaden reparieren kann, ist es der Wille der Irrlichter. Ich kann mich nicht länger in meiner Höhle verstecken. Ich werde mich der Suche anschließen. Lebe wohl. Die Moki und ich werden dich mit all unserer Macht unterstützen. Ja, jetzt kriege ich die Feder, dass ich schweben kann. Ich will mit Kuh schweben. Kuros Feder.
Ey, das Flattern habe ich jetzt immer noch, ja. Kann ich jetzt nochmal zu Q zurück? Also Kuro, Q. Oh Gott, ist das... Wir Muckis sind traurig, dass Schriek der kleinen Eule wehgetan hat. Wir sind auch traurig, dass Quolok fort ist. Wir sind nicht traurig, dass du helfen willst, aber wir sind besorgt. Ey, ist sie jetzt, oder, wehgetan? Es geht's, also ist doch, ich keine Ahnung. Wenn man wenigstens Gewissheit hätte. Egal in welche Richtung. Einfach nur Gewissheit. Hier sind wir, okay. Hier sind wir. Ja, und jetzt gibt es also verschiedene Levelabschnitte, könnte man sagen, na? Klar, ich verstehe schon. Naja, ich verstehe schon. Um diese Irrlichter zu sammeln. Ich hoffe so sehr, dass das irgendwie nochmal wird. Aber ich weiß nicht, ob sie... Wir passen auf. Okay, also ist sie noch... Also lebt sie noch, oder? Gott. Es sieht halt aus wie so ein Begräbnis, ne? Es ist so... Weil, worauf wollen die sonst aufpassen? Junge, 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 Junge. Ja, unter Wasser kann ich nach wie vor nichts machen. Alter. Ich habe eigentlich auch gerade echt keine Lust weiterzuspielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will es eigentlich... Ja, weiß ich nicht. Wir gehen jetzt mal hier rüber. Wir machen jetzt mal kurz noch hier den Familiennachwuchs und den Scorlog-Erz da. Und habe ich hier auf dem Weg irgendwas auf die Schnelle übersehen? Hier könnten wir hochgucken. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt Schriek nochmal treffen, so schnell. Alter, ey, das... Es hieß ja irgendwie von wegen, ja, ihr Herz ist so dunkel geworden und keine Ahnung. Aber... Nee, Mann. Nur weil die von irgendwelchen Geräuschen und sonst was... Da kann die nicht einfach unschuldige Wesen angreifen. Blödes Drecksvieh. Ich hoffe, ich kann Schriek, weiß ich nicht. Wir werden sehen. Ich weiß, Rache ist kein Ratgeber. Ja, Rache ist definitiv kein guter Ratgeber. Ich weiß das, ich weiß das, ich weiß das. Keine Sorge. Okay, aber hier ist jetzt irgendwo dieser Familiennachwuchs. Direkt unter mir und da drüben ist Erz. Okay, wir holen uns erst das Erz. Weil das jetzt Nummer 9 ist. Das ist jetzt einfach schon Nummer 9. Crazy. Okay, da komme ich nicht weiter. Aber darüber komme ich wieder. Ah, hier ist der Nachwuchs. Rein da. Den Schlüssel habe ich ja bekommen. Oh nein. Diese Muki waren zu lange dem Verfall ausgesetzt. Sie wurden zu Stein verwandelt, wie auch der Rest dieses Walds. Alle müssen mit Verlusten klarkommen. Nicht nur wir. Du hast einen neuen Questgegenstand gefunden. Dieser einstige Herzensgegenstand ist jetzt steif und grau. Damit kann ich jetzt wahrscheinlich ihm oder ihr sagen, dass das hier... Ach, scheiße, Mann. Oh, ist das gerade ein Oh, ist das ein trauriger Part. Puh.
Das muss ich irgendwie übersehen haben. Ist in Ordnung. Wir gehen jetzt mal kurz hierher. Ich will mal kurz gucken, ob ich da irgendwo hinkomme noch. Und dann überbringen wir noch die traurige Botschaft und dann hören wir auf. Ich bin gerade nicht mehr in der Stimmung, weiterzuspielen. Jetzt ist hier so ein Ding, aber viel mehr kann ich ja auch nicht, ne? Nee. Schräg. Hier ist es passiert. Du verdammtes Mistvieh, ey. Genau hier ist es passiert. Hier geht es scheinbar auch noch weiter irgendwo hin. Ja, hier geht es irgendwo hin weiter. Hier geht es runter. Die Gegend an sich ist immer noch schön, aber hier haben wir sie gefunden. Ich hoffe so freaking sehr, dass das irgendwie nochmal, also dass wir sie irgendwie retten. Aber andererseits, man muss jetzt irgendwie dahergelabert, man muss irgendwelche Verluste akzeptieren, sonst ist es nicht. Es ist ein Spiel, ich will, dass es ihr wieder gut geht, so. Oh, hier ist ein Schrein oder was? Super. Na komm, machen wir den Schrein. Okay, was brauchen wir? Lichternte raus, klebrig raus, Magnet raus. Dreifachsprung könnten wir mal drin lassen. Wurfhaken lassen wir mal raus. Kopfgeld raus. So. Belastbarkeit. Unbedingt rein. Raffinesse rein. Ein Energieding mehr gerne. Können wir mitnehmen. Ist noch was kampftechnisch Relevantes? Ja, Flügelstutzen, genau. Und Dorn. Okay, Abflug. Und alles andere ist nicht so, ne? Nee, braucht man nicht. Okay, let's go. Ich bin nicht gut gerade auf irgendwas zu sprechen, also reizt mich nicht, ihr Mistviecher. Hau euch alle zu Brei. Oh,
Oh, ich brauche die Heilung. Falsche Taste. Friss deine Scheiße selber. Bitteschön. Das war die falsche Taste, aber hat funktioniert. Ah, das sollte man wahrscheinlich mit Pfeil und Bogen machen. Interessiert mich gerade nicht. Alle aufs Maul. So, weg damit. Oh, hat nicht funktioniert. Jetzt aber. Okay, ein Platz mehr. Schön. So. Lichternte auf jeden Fall rein. Dorn kann raus. Das wieder rein. Kleben möchte ich auf jeden Fall nutzen. Und den Wurfhack möchte ich auch nutzen. Ja, so sieht es doch okay aus. So sieht es doch okay aus. Einen Platz haben wir jetzt ja mehr. Passt also. Ja gut, komm. Wir gehen hier mal wieder weg. Oder ist... Wenn ich halt wüsste, ob es da oben jetzt ewig weit weitergeht. Also theoretisch könnte es halt hier in das Gebiet noch reinführen. Aber vielleicht ist da oben auch nicht mehr viel. Komm, wir gehen nochmal hoch schnell. Wo bin ich denn jetzt? Ja, hier auf dem Weg nach oben. Okay, passt. Oh, das war meine letzte Energie. War nicht die beste Idee. Warte, wo muss ich denn lang? Komme ich hier rum wieder hoch? Ich glaube, hier komme ich gar nicht hoch, ne? Nee. Jetzt sind wir oben. So, was ist jetzt hier? Aber das sieht halt aus, wie wenn es hier in irgendeinen neuen Abschnitt geht, ne? So. Weiß es nicht. Ja. Ich glaube, hier sollten wir noch nicht weitergehen. Das klingt nicht gesund. Schräg.
Du Drecksvieh. Du glaubst gar nicht, wie gern ich dir sonst was. Aber ich schätze, ich habe keine Chance gegen den, ne? Ey, ich glaube, da kann man nicht halt nichts machen. Ja, ja, scheiß Dreck. Okay, komme ich jetzt hier auch nicht mehr weg? Könnte ich mich noch wegporten? Scheiße. Okay, dann sind wir noch kurz ein bisschen in der Richtung unterwegs. Lol. Ach, hier versteckt man sich, ich verstehe. Oh, ich wollte jetzt aber gar nicht hier... Oh, scheiße. Ich kann mich hier nicht rausporten, ne? Nee. Fuck. Ja, okay, ich verstehe. Das ist jetzt das, was ich meinte, wo ich gesagt habe, wir spielen so ein Versteckspiel. Ich darf mich halt nicht bemerken. Du blödes Drecksding, ey. Ich... Sollten wir jemals gegeneinander kämpfen können, ich vermöbel dich dermaßen. Ja, das hat gut funktioniert. Ach du Scheiße, jetzt komme ich hier nicht mehr weg, oder was? Kann ich nicht einfach fliehen? Ich kann nicht einfach fliehen. Schwierige Momente. Falsche Richtung. Mann, ich wollte jetzt überhaupt nicht zu der blöden... dahin. Okay. Ich würde fast vermuten, in dem Abschnitt lernen wir, wie man diese Knochendinger kaputt macht. Aber da wollte ich jetzt ja eigentlich gar nicht hin. Gut, dass wir den Abschnitt jetzt hinter uns haben. Ich wollte ja noch die traurige Botschaft beim Familiennachwuchs überbringen. Oder ich meine, wir gucken mal, wie RCS reagiert. Ich meine, ja... Wie soll man da groß reagieren? Oh. Hätte man sie nicht einfach irgendwie so trennen können, ohne dass groß was passiert? So, sie verlieren sich halt wieder. Ach Mann. Warst du das eigentlich? Ich will dich nicht angreifen, ich will mit dir reden. Was sagst du? Ich habe eine gesehen und wenn ich es täte, hätte ich große Angst. Ich habe nie eine gesehen, ach so. In den Schimmelwaldtiefen gibt es viele Spiele. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, nein. Wir machen bitte nicht sowas wie in Hollow Knight. Bitte nicht sowas wie dies. Oh Gott. Oh nee, und das klingt auch schon so. Schimmelwald. Oh nee, oh nee, oh nee. Das, oh, das wird brutal eklig.
Oh, bitte nicht sowas wie ein Hollow Knight. Das war schlimm genug. Es ist gut, dass wir von einem steinernen Wächter dort drinnen gehalten werden. Ach du Scheiße, und ich werde sie befreien müssen. Oh nee, ich will das nicht. Du warst der mit dem Familiennachwuchs, ne? Ja, scheiße, ich glaube, du warst das. Aber mal gucken, was du sagst. Ich habe deine Familie gefunden. Das ist die Puppe meines Kleinen, aber sie ist versteinert. Oh nein. Ich muss nach Hause zurückkehren. Nebenquest abgesprochen. Überbringe dem Moki-Vater die traurigen Neuigkeiten. Oh, scheiße. Dafür können wir jetzt in sein Haus, oder was? Da wäre es mir lieber gewesen, einfach nicht hier reinzugehen. Oh, Mann. Warum ist denn alles so traurig in dem Part? Ah, ich meine, das ist doch scheiße. Huch, wollte ich nicht. Komm her. Ach ja. Oh. Oh. Ja. Nichts davon brauchen. Oh, aber 2404, wir können den Rest leveln erstmal, was wir leveln wollen, glaube ich. Machen wir das mal gerade. Ja, komm, machen wir mal den Wurfhaken voll, so. Und dann könnten wir das hier auch weitermachen. Ja, jetzt habe ich nämlich dann immer drei neue Energiezellen. Das ist nochmal, ja, Lebenszellen. Das ist nochmal ziemlich gut. Ansonsten würde ich, okay, das machen wir auch noch hier. Ich wollte gerade sagen, ansonsten würde ich fast sagen, haben wir noch andere Möglichkeiten, Geld auszugeben. Aber machen wir erstmal das hier. Ist okay. Aber ist er jetzt wirklich zurückgekehrt? Also, finden wir den Pfad jetzt da drüben? Ist er jetzt in dem Haus? Ach so. Ist er jetzt in dem Haus? Kriegt man da noch eine, noch eine Fortsetzung? In dem Sinne? Das muss ich kurz kontrollieren. Ich will wissen, ob das Spiel so detailreich ist, dass die sagen, die haben die jetzt dahin gepackt und er... Ja. Lebt er jetzt mit seiner versteinerten Familie? Was? Das klingt irgendwie auch nicht so schön. Ist er jetzt hier? Ach du Scheiße. Danke fürs Zuschauen. Das reicht mir jetzt für heute und tschüss.